Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Subsistence hier auf Dalbert TV. So, wir haben wieder einen sehr nebligen Morgen. Der Generator ist gerade ausgegangen. Das heißt, wir haben 1000 Strom und 100 Masse. Damit können wir jetzt den Verwerter bauen. Los geht's. Und als nächstes steht dann die Werkbank an. Da brauchen wir nochmal 750 Strom und 120 Masse. Die Masse werden wir mit dem Verwerter wahrscheinlich hinbekommen. Mit den Sachen, die ich jetzt schon habe anbrennen lassen. Das sollte passen. Dann habe ich eben hier vorne zwei Kisten gefunden, wo Apfel und Blaubeere drin war. Die haben mich also jetzt vom Gemüsewert her zumindest schon mal wieder so ein bisschen nach oben gezogen. Und das funktioniert, habe ich hier jetzt weggeworfen. Nee, passt. So, dann stellen wir einmal den Verwerter auf. 7 ist es. Ich stelle ihn jetzt einfach erstmal direkt hier neben. So, ich erzähle Quatsch. Wir müssen als nächstes den Massespeicher noch basteln, damit wir überhaupt die 120 Masse zusammenkriegen. Also das ist dann quasi der zweite Step. Aber jetzt geht es erstmal wieder darum, hier erstmal den Kram zu sammeln. Die 6 Bretter kriege ich sogar noch zusammen. Nee, nicht ganz, fehlt noch ein bisschen Holz, aber das kriegen wir. Das ist kein Problem. Und hier kann ich dann nachher die angebrannten Sachen reinschmeißen, die wir hier haben. Und ich hoffe, dass das ausreicht, damit ich die Masse hochkriege. Ansonsten muss ich halt irgendwas anderes noch da reinpfeffern. Muss ich mal gucken, was ich da nehme. So, Startequipment, 8 Pfeile. Wir haben ein bisschen was zu essen heute mit. Darf ich noch nicht. Gucken noch einmal schnell nach dem Beet und dann laufen wir direkt los. Und mal gucken, ob ich diese Jägerbase doch noch irgendwo finden kann. So, also die Heilkräuter werden zuerst fertig. Die brauchen wir jetzt natürlich aktuell nicht. Die Tomaten und so weiter sollten auch heute fertig werden. Ich schmeiß vorsichtshalber noch ein bisschen was von der Asche rein. Als Dünger. So, dann gucken wir nochmal abschließend beim Hühnchen vorbei. Und dann laufen wir los. Dem geht es soweit auch ganz gut. Das passt. Wasser und so bräuchte ich ihm jetzt noch nicht geben. Ist gleich Level 3 und dann hat er eh das Maximum erreicht. Viel mehr kriegen wir da nicht raus. Das heißt, ich würde ihn dann eh schlachten. Da ist ein Reh. Da pirschen wir uns jetzt mal ran. Und wenn stehen bleibt, schieße ich drauf. Mal gucken, ob es klappt. Hat getroffen. Bitte. Oh, da ist es schon wieder stehen geblieben. Hat keine Ahnung, wie viel Leben das hat. Jawohl, nochmal getroffen. Das ist jetzt fies, wenn es hinterm Hügel verschwunden ist. Da muss ich ziemlich nah ran. Da vorne steht's. Mist. Aber gut, jetzt geht's nach unten, das kann ich besser. Daneben. Nein. Darf nicht so großzügig oben drüber gehen. Wäre schön, wenn ich es sehen könnte. Wenn es jetzt ins Wasser gerannt ist, dann... Wobei wäre jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt finde ich es ein bisschen langsamer. Da ist es. Ein Treffer. Nehmen wir mit. Und bleib stehen. Da steht's. Yes! Jawohl, das könnte der Kleber sein, den wir brauchen. Oh, ich dachte schon, da wäre jetzt ein Wolf dran oder so. Ehrlich. Zerlegen wir das gute Stück. Jawohl, das reicht zumindest für einen Kleber. Händewaschen mache ich gerade am See. Wenn wir da so nah dran sind. Mal auch gleich rein, ob wir hier irgendwelche Algen finden. Jawohl, da ist direkt eine. Und eine Muschel nehmen wir auch mit. Da ist irgendwas geplatzt. Erze gibt es unter Wasser auch.
So, dann frühstücken wir nochmal. Und dann gucken wir weiter. Das war ja schon mal erfolgreich. Wir haben ein Reh. Das heißt, wenn ich es jetzt schaffe, den Kram lebend nach Hause zu befördern, haben wir den ersten Kleber. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da überhaupt rausbekommen. Oh, da kommt der erste Schnee. Auch das noch. Ja. Könnte ich jetzt essen? Muss ich aber nicht. Das geht noch nicht. Das waren das Beeren, die ich da eingesammelt habe. Scheinbar sah eher aus wie Kartoffeln oder so. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Ja, die gute Nachricht ist, wenn alles weiß ist, sieht man erstens die Tiere besser. Die Beeren verschwinden komplett. Ich glaube, die normalen Wölfe auch. Es gibt dann andere Wölfe. Weiße Wölfe sind das. Und Hagebutten. Und die sieht man halt auch relativ gut. Aber ich glaube nicht, dass wir da so viele von finden werden, dass wir uns am Leben halten können. Kaninchen, das interessiert mich gerade nicht. Drei. Nee, war nix. Drei Pflanzenfasern. So, dann liefern wir einmal schnell zu Hause ab. Geht schon los, dass der Schnee liegen bleibt. Finde ich cool. Einmal nochmal in die Falle gucken. Da ist was drin, aber da ist auch ein Bär. Reparieren muss ich noch nicht. Übrigens, die Falle wird tatsächlich nur mit 60 Punkten repariert. Gebäude mit 80. Ich muss laufen. Kommt der jetzt? Mist. Mal gleich mal darauf achten, wenn er hier angreift. So, das da rein, das da rein, das da rein, das da rein. Das können wir schlachten. Dann kochen wir einmal. Kurz was trinken. Die anderen Sachen noch loswerden. Immer noch mal Wasser nachfüllen, wenn der Bär uns lässt. Oder dürfen wir schon Schnee? Nee, geht noch nicht. Oder muss ich das so machen? Nee. Gerade geht es noch nicht, aber das ist halt auch eine schöne Sache. Sobald hier gefroren ist, der ganze Spaß, können wir einfach Schnee vom Boden aufheben. Hühnchen geht es auch nicht so gut. Aber wobei es wird gleich Level 3. Das kriegen wir hin. Und dann schlachten wir es eh. Schlag auf Schlag geht das hier. So, dann machen wir uns noch mal 5 Pfeile. Federn, merke ich gerade, sind auch Mangelware schon wieder. Die Leber dürfte fertig werden und dann laufen wir direkt noch mal los. Geht noch gar nicht. Okay. Gut, warten wir noch eben aufs Wasser. Das sieht doch auch schon mal wieder ganz gut aus. Wasser ist fertig. Und dann laufen wir wieder los. Da hinten war der Bär. Den möchte ich jetzt erstmal ignorieren. Wir wollten einmal gucken, ob wir den Jäger ausfindig machen können. Teil können wir uns holen. Das auch. Ich habe da mittlerweile schon so ein großes Lager von dem Eisen, aber es ist nicht schlimm. Wir werden das alles brauchen. Da vorne wäre eine Kiste und dann hüpfe ich noch mal ins Wasser. Ohne Feder, sehr schön. Ah, der Wolf ist mir eigentlich zu nah. Guck nur einmal vorsichtig rein. Ich hoffe, der Teich friert nicht zu, während ich drin bin. Da ist eine Alge. Und da hinten kommt der Jäger. Nee, dann ziehe ich mich wieder zurück. Gucken, ob ich unentdeckt bleibe und dem vielleicht ein bisschen hinterherlaufen kann. Das wäre doch mal cool. Holen wir uns hier gerade noch den Baum, dass ich noch ein paar Pfeile bauen kann.
falls es dann doch zu einer Auseinandersetzung kommt. Und ich sehe gerade, ich habe meine Shotgun nicht nachgeladen. So. Ah, der sitzt jetzt am See. Komm, wir laufen jetzt schnell nochmal zurück. Wo ist der olle Bär? Nicht zu sehen, sehr gut. Laden schnell die Shotgun nach und dann gucken wir mal, ob wir dem unauffällig folgen können. Ach, hier war die Shotgun-Muni drin. Da unten. Jo, die Heilkräuter kann ich schon ernten. Okay, perfekt. Dann tauschen wir die schon mal gegen Tomaten aus. Es war alles ein bisschen unregelmäßig, aber das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Hauptsache, das funktioniert und ich hoffe, dass das heute fertig wird. Ich wünsche es mir so sehr. So. Dann lasst uns mal gucken, ob wir den Jäger noch ausfindig machen können. Er hat sich schon wieder verzogen. Da oben rennt er rum. Und er rennt hin und her. Also ich glaube, da ist sein Ort, an dem er steht. Gucken wir mal, ob wir da mal vorbeigucken können. War wahrscheinlich dumm. Jetzt habe ich einen Wolf im Nacken. Ja, alles gut. Da ist noch ein Wolf. Und ein Bär. Boah, das Getier in diesem Spiel, ne? Das ist echt... Da ist eine Premium-Kiste. Wir haben auch keinen Dietrich. Also auf jeden Fall ein schöner Spot hier. Also an Premium-Kisten wird es uns wahrscheinlich nicht mangeln. Eher an Dietrichen. Guck mal, der Wolf hat schon einen draufgekriegt. Hat der den Jäger jetzt zerlegt? Er hat mich entdeckt. Oder auch nicht. Doch, jetzt hat er mich. Jawohl. Der Luden? Ja, das ist ein Jäger. Hier an den Waffenteilen erkennt man das. Ist jetzt nur die Frage, wo der sein Zuhause gebaut hat. Der eierte hier die ganze Zeit rum. Aber gebaut hat er hier nichts. Nicht mal ein Lagerfeuer, ne? Oder war der einfach verbuggt und wusste nicht... Oh, da oben ist ein Puma. Ja, auf die habe ich jetzt auch keine Lust. So viel Munition habe ich noch nicht. Und Fleisch habe ich aktuell eigentlich auch genug, wenn ich es denn mal irgendwann essen darf. Holen wir uns vielleicht noch den kaputten Wolf hier. Zwei Pfeile für einen Dreierwolf ist ja eigentlich geschenkt. Ja, der hatte eine Auseinandersetzung. Dann mache ich mir Öl draus. Ja, komm. Nehmen wir den gleich mit hier. Perfekt. So, also, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo die sich auf... Ich habe keine Ahnung, was da eben vor dem Bären lag, aber irgendwas lag da. Da hinten ist auch schon wieder ein Bär. Muss nach Hause. Oh, das war aber ein schöner Headshot gerade bei dem Jäger. Da bin ich doch ein ganz bisschen stolz auf mich.
So, einmal kurz aufs Fundament drauf. Wenn es nur der Wolf ist, haut er ab. Es ist nur der Wolf, den brauchen wir gerade nicht. Ich habe genug zu essen. Ah, Hühnchen hat Level 3 noch nicht erreicht. So ein Ärger. Levelt der jetzt nicht, weil er nichts zu essen hat, oder was? Wirklich. Nee, jetzt irgendwo. Ich würde jetzt ungern nochmal Proteinriegel da reinpfeffern. Ja, nochmal eben gucken. Jawohl, die ersten Tomaten sind fertig. Zwei Stück. Oh. Und die Karotten sind auch fertig. Sind sogar drei Stück pro. Wie funktionierte das nochmal? Ach, ich habe genug Samen. Jetzt haben wir schon einen richtigen Schneesturm am Start hier. Nehmen wir alle mit. Vier Stück rein, das passt. Wasser ist auch okay, können wir den Rest gleich auffüllen. So, und dann gebe ich dem Hühnchen hier unten, wenn es jetzt noch nicht hochgelevelt ist, eine Möhre. Damit sollte es dann zu Ende leveln, das passt. So, und dann gehen wir schnell rein, weil hier draußen wird es echt eine kalt gleich. Feuer hat noch Saft. Mal so. Ah, guck mal. Können die nächsten 20 Fett auch noch durchlaufen lassen. Waren ja immer 20, ne? Jo, sieht gut aus. Passt. So. Und dann schmeißen wir raus. Das. Fischöl packe ich weg für später. Das brauchen wir jetzt aktuell noch nicht. Und der Rest kommt dann wieder hier rein. Jetzt durfte ich das essen. Jetzt müssen wir noch mal einmal eben gucken. Zwei Stück sind hier jetzt noch drin, die Kartoffeln. Das heißt, ich ziehe mir jetzt noch einen Samen. Und der Rest ist tatsächlich zum Essen da. Bin gespannt, wie lange wir damit hinkommen. Ja, fangen wir doch direkt an, oder? Also, das bringt 12. Und das bringt 22. Hauen wir uns so einen rein. Und so einen. Ja, ich könnte mich jetzt auch einmal voll machen, ne? Wir gucken mal eben, was halt jetzt das Fleisch rausnehmen. Und dann gucken wir nochmal schnell, was das Hühnchen macht. Ja, also großartig rausgehen brauche ich bei dem Schneesturm jetzt nicht. Das macht keinen Sinn. Oh, wir kriegen jetzt Eier. Wenn ich es jetzt schlachte, bekomme ich ein Premium-Hühnchenfleisch, drei Federn, eine Premium-Feder und zweimal Fett. Also da haben sie definitiv dran geschraubt. Die Eier kann ich sogar einfach so essen. Weil es halt wieder Eiweiß. Bräuchte ich einen Herd, um die weiterzuarbeiten, glaube ich. Oder kann ich die oben einfach abkochen? Mal gerade noch mal schauen. Also man kann Eier, soweit ich weiß, auch einfach ins Feuer legen. Aber das geht hier nicht. Ups, Entschuldigung. Oh, das klingt so ein bisschen nach Schluck auf gerade. So, dann gehen wir hier noch mal rein. Dann haben wir einen Bären. Hier haben wir noch ein Häschen drin. Reparieren kann ich auch mal wieder. Ja, ist jetzt die Frage. Lassen wir das Hühnchen für die Eier da. Aber es kostet halt viel Gemüse. Und die Eier haben auch Haltbarkeit, sehe ich gerade. Aber da sehe ich zumindest die Haltbarkeit der Eier. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Okay, und die Frage, ob das Gemüse so lange hält, wie es braucht, um wieder rauszuwachsen, hat sich auch erübrigt. Nein, tut es definitiv nicht. Aber das war mir im Prinzip auch vorher schon klar. Ja, was machen wir jetzt mit dir, mein liebes Huhn? Schlachte ich dich jetzt?
Ja, tue ich. Aber ich warte erstmal wieder, bis ich ein bisschen Eiweißmangel habe. Ich meine, für die Aufwertung brauchen wir brauchen zwei Kleber. Ich weiß nicht, wie viel wir rausbekommen. Gefütterter Stoff würden wir hinbekommen, wobei mir der Kotfänger erstmal lieber wäre, weil der dafür sorgt, dass das Gemüse vernünftig funktioniert. Die beiden Teile können wir in der Werkbank herstellen. Lass uns mal eben gucken, wie weit wir hier mit Strom sind. Weil das Masse-Ding brauchte gar nicht so viel. 500 Strom. Könnte ich den Generator jetzt einfach nochmal anschmeißen, dann hätten wir das ratzfatz. Kriege ich sechs Bretter zusammen? Noch nicht. Gehen wir die erstmal holen. Machen wir heute ein bisschen Holz zusammen. Ist halt Winter, da ist nicht so viel mehr machbar. Da hinten ist noch ein bisschen Metall. Aber wir frieren noch gar nicht. Ist voll der Schneesturm am Start und wir haben keinen Frostbade. Aber das Spiel ist gütig mit Pflanzenfasern. Kann ich auf jeden Fall noch mal ein Brikett bauen. Ist noch eine Kiste, die holen wir uns auch. Eigentlich wollte ich ja Holz besorgen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt sogar schon. Sehr gut. So, ich hole aber trotzdem noch mal einen Happen. Pfeile muss ich wahrscheinlich auch nachbauen. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir noch ein paar Pflanzenfasern reinkriegen. Sieht man jetzt übrigens auch viel, viel besser, finde ich, durch den Schnee. Da gibt es eigentlich mehr als genug von, wenn man sie denn sieht. Noch eine Kiste. Manchmal braucht man einfach nur zu Hause bleiben, dann kriegt man schon genug Stuff. Noch eine Beere. Noch drei Stück. Gucken, ob wir hier wieder einen Jäger irgendwo rumlaufen sehen. Nee, scheint nicht nachgespawnt zu sein. Eins. Zwei. Viele Algen. Nehmen wir alle mit. Da will ich nämlich auch gleich nochmal was anderes testen. Wenn ich die Sachen in meiner Tasche lasse, dann verderben die. Wenn ich den Hühnerstall auffülle, dann verderben die ja eigentlich nicht, weil die zählen ja als Verbrauch. Die liegen da ja nicht drin, sondern... Oh, Mist, ich muss hoch. Da läuft ja dann einfach dieser Balken durch. Deswegen da die Vermutung, mein ganzes überflüssiges Gemüse, was ich habe, direkt in den Hühnerstall zu pfeffern. Jetzt hier raus, da vorne ist ein Wolf. Um, ja, dafür zu sorgen, dass ich nicht so viel verdorbenen Mist habe. Mist. Bär oder Wolf? Ich nehme den Wolf. Weil der haut nämlich ab. Der kommt nicht. Ich Schlauberger, aber ist egal, wir brauchen es eh. Jetzt fehlt ein Ding. Und das Ding ist ausgegangen schon, ne? Noch ist es nicht aus. Okay. Sechs. Also die und die noch rüber. Brikett rein. Weiß noch ganz kurz an den Generator. Bin ich jetzt auch zu ungeduldig für. Schmeißen hier gerade schon mal was rein. Das sollte reichen, um uns massetechnisch auf Vordermann zu bringen. Fleisch haben wir schon mal weg. Und jetzt habe ich hier das ganze Gemüse. Und das wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach weggammeln. Generator kann aus. Und der Massespeicher kann produziert werden. So, dann gehen wir nochmal schnell hoch, gucken, ob wir die Kartoffeln noch durchgetauscht kriegen.
Nee, leider noch nicht. Aber das ist ja echt mies. Das hält ja nicht mal ein Ingame-Tag so richtig. Das Zeug. Das ist richtig, richtig mies. Egal. So, Massespeicher. Stellen wir hier hin. Und jetzt können wir 200 Masse und 1000 Strom lagern. Für die Werkbank brauchen wir 750 und 120. 10 Holz, das besorge ich. Und dann schauen wir da, dass wir in der nächsten Folge auf jeden Fall die Werkbank bauen. Das hat zwei Vorteile. So einen würde ich gerne noch basteln. Das können wir gerade noch zusammen machen. Drei von denen. Und so, ne? Perfekt. Und zwar haben wir dadurch eine zweite Lichtquelle. Wobei, stopp, ich breche das nochmal ab. Das machen wir, wenn die Werkbank steht. Nicht, dass das nachher nicht mehr geht. So, wir gehen nochmal runter zum Hühnchen. Es wird auch schon wieder dunkel. Also, es ist Level 3. Passiert jetzt nicht allzu viel. Machen wir so. Kann ich ja gleich oben nochmal kochen, das Zeug. Das gibt ganze 2%. Ja, hilft nicht. Den Rest muss ich da reinballern. Das wird verderben, bis ich wieder was davon essen kann. Ja. Den Rest kriegt's Hühnchen. Bevor es vergammelt, das hat ja dann auch keinen Sinn. So, ich denke, die Kartoffeln werden heute nicht mehr fertig. Da brauche ich nicht drauf hoffen. Das passt. Okay, das heißt, ich werde heute Nacht nochmal versuchen, ein bisschen Holz zu kriegen. Auch wenn sich das im Moment schwierig gestaltet, aufgrund des ganzen Getiers. Aber das sollte gehen, dass wir die Bretter zusammenkriegen für die Werkbank. Und dann können wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, ich weiß noch nicht, ob am Anfang, in der Mitte oder am Ende, aber irgendwann im Laufe der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall die Werkbank bauen. Und die bringt uns dann hoffentlich ein bisschen Licht in die Bude. Die stelle ich hier hin. Da kommt dann dieses Leuchtstäbchen drauf. Und dann habe ich zumindest schon mal die Möglichkeit, mir einen groben Überblick zu verschaffen, wie es dann hier planungstechnisch ein bisschen weitergeht. Also in diesem Sinne, würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lassen würdet. Wie gesagt, die 1000 sind nicht mehr weit weg. Ich würde mich freuen, wenn das dieses Jahr noch klappen würde. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.